So, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt zu unserer Veranstaltung heute Fokus im Gespräch zum Thema ein Jahr Corona, Bilanz und Erfahrungsaustausch. Ich habe zwei Gäste mitgebracht, Herrn Brömmer, der für die Senatsgesundheitsverwaltung verantwortlich zeigte für den Aufbau der Impfstellen, und Herrn Scheyen, den Präsidenten des DRK hier Landesverband Berlin. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, Herr Scheyer. Und erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind und mit mir zusammen einfach mal Bilanz ziehen wollen, so über die letzten Monate, wo wir gemeinsam unsere Arbeit aufgenommen haben bei der Frage, wie versorgen wir die Berliner Bevölkerung mit der Corona-Impfung. Ich denke, keiner von uns hätte gedacht vor einem Jahr, dass wir überhaupt jemals in so eine Situation kommen würden. Auch wir als KV waren natürlich ganz am Anfang gefordert, dass wir zu einem, wenn Sie so wollen, mittelständischen Unternehmen wurden, dass alle Ärzte mit Schutzkleidung zunächst mal versorgen mussten. Das war eine enorme Aufgabe, die wir damals stemmen mussten, und eine große, große Aufgabe an uns heranstellte, über eine Aufgabe, die wir so nicht auf dem Schirm hatten und die auch bislang noch nie an irgendeine kassenärztliche Vereinigung so in diesem Ausmaß herangetragen worden ist. Es gab viele, die, denke ich, in den letzten Monaten massiv über sich hinausgewachsen sind. Das sind die Hilfsorganisationen, die hier Unglaubliches geleistet haben, gerade auch in den letzten Monaten beim Mitaufbau, bei der Organisation der Impfstellen. Es ist aber auch in der Person Herr Brömmer. Ich werde es nie vergessen, als ich zum ersten Mal Herrn Brömmer begegnet bin und er sein Lego-Modell um die Ecke brachte. Jeder dachte, was hat er denn da? Was bedeutet denn das? Und damals ging es los bei der Frage, wie organisiert man überhaupt so eine Impfstelle? Das war schwer vorstellbar, insbesondere wenn man sich so eine Messehalle mal vorstellt, wie die ausgesehen hat. Und dass dann das daraus wurde, was wir jetzt alle schon gesehen haben, oder zumindest ein Teil von Ihnen wahrscheinlich auch schon gesehen hat, wenn er mal dort impfen war oder auch selbst geimpft wurde. Von daher geht meine allererste Frage zunächst mal an Sie, Herr Brömmer. Wie kam es eigentlich zu der Idee mit diesem Lego-Modell, und wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt? Die erste Frage war, wo kann man zweckmäßigerweise möglichst viel Impfungen durchführen? Und da sind wir dann zu einem Optimum gekommen, dass wir mit 6 Impfzentren, die auch alle am S-Bahn-Ring liegen, ganz gut fahren würden in Berlin. Die zweite Überlegung war, wie kann ich innerhalb eines Impfzentrums den Ablauf optimieren, dass sich erstens mal keine Staus bilden und dass man eine optimale Geschwindigkeit des Impfens hinkriegt. Und da habe ich lange drüber gegrübelt und bis ich gesagt habe, man kann viele Papiere beschreiben und auf dem Computer was darstellen, ich muss das sehen. Und dann kam ich die Idee, machst es mit Lego. Und dieses Lego-Modell mit diesen 5 Impfstellen, das ist sozusagen eine Impfstraße heute, und mit diesen 5 Anamnesekabinen, das ist auch 1:1 im Prinzip so umgesetzt worden. Und es hat für die Architekten Klarheit geschaffen, wie sie planen müssen. Insofern war das Lego-Mobil ein Symbol, wie man eine sehr komplexe Frage, die auch nicht trivial zu klären ist, überhaupt mal auflösen kann. Und die Darstellung mithilfe dieses Lego-Modells ist an vielen Stellen auch international interessanterweise auf großes Interesse gestoßen. Ja, vielen Dank, Herr Brömmer, für die Erläuterung. Und ich möchte gleich die Frage mal an Herrn Chaya weitergeben. Herr Chaya, wie haben Sie so die letzten 3 Monate, 3, 4 Monate mittlerweile, wie haben Sie diese erlebt, und wo sehen Sie da die größten Herausforderungen, die Sie da in den letzten 3 Monaten hatten? Okay. Als wir Mitte November das erste Mal von der Senatsverwaltung angefragt wurden, ob wir uns vorstellen können, diese Impfzentren zu betreiben und welche Anzahl an Menschen auch in diesen Impfzentren täglich geimpft werden soll, da wurde es einem schon etwas mulmig in den Beinen, und die Frage, bekommen wir eigentlich so viel Personal und so viel Unterstützung, um diese Aufgabe zu gewährleisten? Damals war auch noch nicht ganz klar, ob es einen separaten Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung gibt oder wie die Ärzte eingestellt werden, wer eigentlich für die Pharmazeuten zuständig ist, wie die Sicherheit der Impfzentren gewährleistet ist. Man hatte immer noch die Bilder auch von Impfgegnern und Demonstrationen von Impfgegnern in Berlin im Auge, und viele andere Dinge mehr. Und wir
haben dann sehr frühzeitig gesagt, wir wollen das mit den anderen Hilfsorganisationen zusammen machen. Wir möchten nicht alleine als Deutsches Rotes Kreuz das machen. Wir würden das auch gar nicht ganz alleine schaffen, sondern wir möchten das mit den anderen zusammen machen. Und dann hat der Senat gesagt, das findet er gut, aber er möchte gerne einen Ansprechpartner haben. Und dass es uns gelingt, die Berliner Hilfsorganisation unter ein Dach zu bringen, in einem gemeinsamen Agieren in Berlin, 6 Impfzentren zu betreiben, das war nicht selbstverständlich, war eine großartige Gemeinschaftsleistung aller Hilfsorganisationen in Berlin. Und wir sind auch froh, dass wir heute unter diesem gemeinsamen Label auftreten können. Und ja, das, was in den letzten Wochen passiert ist, ist, glaube ich, dass wir alle an vielen Stellen gesehen haben, dass man über die eigene Leistungskraft hinauswachsen kann, wenn man das Thema gemeinsam angeht. Und ich bin beeindruckt, dass die Berliner Morgenpost eine Doppelseite hat, wo nur Dankesbriefe stehen an das Team. Und dass die Kommentatoren der Berliner Zeitungen schreiben müssen, es ist was ganz Außergewöhnliches passiert, es funktioniert. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis nochmal. Ja, es funktioniert tatsächlich. Das waren wirklich besondere Herausforderungen gewesen, denke ich. Für uns, für die KV Berlin, war es eine enorme Herausforderung bei der Frage, finden wir überhaupt genug Impfärzte? Und ich glaube, auch diese Frage kann man jetzt mit einem eindeutigen Ja beantworten. Es gibt eine wahnsinnig große Bereitschaft aus der gesamten Ärzteschaft, sich für diese Impfdienste zur Verfügung zu stellen. Da nochmal mein Dank an alle Kolleginnen, alle Kollegen, die das möglich gemacht haben, die hier wirklich in diese Bresche gesprungen sind und aus der Praxis heraus, aber auch aus den Kliniken heraus, aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst heraus, aus dem Ruhestand heraus und woher auch immer uns dabei unterstützt haben. Das ist wirklich eine ganz fantastische Leistung. Dafür nochmal ganz herzlich sei Ihnen gedankt. Wir müssen das auf einer Plattform machen, die wir eigentlich für den ärztlichen Bereitschaftsdienst zur Verfügung gestellt haben. Das ruckelt manchmal, es hat vor allen Dingen am Anfang alles etwas geruckelt. Mittlerweile läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Auch hier für Ihre Geduld nochmal ganz herzlichen Dank, dass es am Anfang nicht so gut gelaufen ist. Was ich aber hier nochmal in dem Rahmen hervorheben möchte, ist wirklich diese exorbitant sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen, zwischen der Senatsgesundheitsverwaltung in Person jetzt hier von Herrn Prömme, alle diese Player und der KV Berlin, alle diese Player, Bundeswehr, Messebauer, die Ärzte, die Pharmazeuten natürlich nicht zu vergessen, die Politik insgesamt. Also ich denke, dass wir hier wirklich ein wirklich gutes Beispiel abgegeben haben dafür, dass wir uns zusammenraufen können in der Krise und dass wir dann auch zusammen etwas stemmen können. Wir haben unzählige Besprechungen in den letzten Monaten geleistet, oft auch an den Wochenenden. Sie wissen, dass der Zeitplan, gerade was das Impfen betrifft, sich am Anfang massiv immer wieder geändert hat. Dienste wurden gemacht, Dienste wurden wieder abgesagt. Im Wesentlichen hing immer alles daran, dass es einfach nicht genug Impfstoff gab oder dass man auch nicht wusste, wie viel Impfstoff es gibt. Es ist ein Umstand, den wir jetzt immer noch vor uns haben und von dem wir aber hoffen, dass er sich in den nächsten Tagen oder Wochen deutlich verbessern wird. Das ist ja das, worüber wir, wo unsere größte Hoffnung geht, weil machen wir uns nichts vor, wir haben einen Wettlauf mit dem Virus und dieses Virus ist erfinderisch, es verändert sich immer wieder mehr und wird immer ansteckender und eventuell auch pathogener oder die Krankheit mehr stärker herausstellend, gefährlicher. Es ist also ein Wettlauf mit der Zeit. Herr Prömme, wenn Sie so zurückschauen, jetzt so in die Vergangenheit, nochmal auch auf Ihre Herausforderung. Was war es, was Sie da am meisten als Herausforderung empfunden haben? Und was wird Ihnen ganz besonders in Erinnerung bleiben? Also eines der wichtigsten und schwierigsten Herausforderungen war, dass auf einmal hieß, 6 Impfzentren müssen bis Mitte Dezember fertig werden. Das war Stress pur, denn an 6 verschiedenen Stellen auch das zu koordinieren und zu steuern, war schwierig, ist aber gelungen, weil an verschiedenen Stellen auch mit hoher Eigenverantwortung Menschen gearbeitet haben. Und das Motto, was auch bei der KV steht, besser gemeinsam wirken, das passt natürlich auf dieses Projekt genau zu. Das trifft genau zu. Ich hatte mir auf meinem Kalender, weil der 15. Dezember immer das Datum war, den 15. Dezember hatte ich mir 10-mal eingetragen, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, am 15. Dezember ist es fertig. Es war ja dann auch am 27. Dezember alles fertig, dass wir damit starten konnten. Und wenn wir noch mehr Impfstoff hätten, dann hätten wir schon viel mehr erreichen können.
Ja, danke schön. Die Zusammenarbeit, denke ich, das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir hier nochmal herausstellen wollen und den wir auch hier von KV-Seite her als ganz, ganz besonders positiv ansehen. Die sehr schnellen Verabredungen, die wir miteinander treffen konnten, die konstruktiven Gespräche, das sehr, sehr schnelle Handeln, das nicht gucken. Kann ich das irgendwo hinabschieben, sondern ist es nicht einfach meine Aufgabe, das auch zu tun? Also da nochmal an Sie beide wirklich ganz herzlichen Dank für die wirklich gute Zusammenarbeit. Und da wollte ich Sie wirklich, Herrn Schei, auch nochmal mit reinholen ins Gespräch, wie sich das für Sie so dargestellt hat, die Zusammenarbeit, ob Sie da noch, wie Sie das im Blick von jetzt rückblickend sehen, aber auch letztlich, wie Sie das in die Zukunft hineinsehen. Es ist beeindruckend, dass in Berlin wirklich einiges auch sehr, sehr richtig gemacht wurde. Die Auswahl der Objekte ist schon mal eine wichtige Sache gewesen, dass dort auch die räumlichen Gegebenheiten so sind, dass wir keine Menschen haben, die vor den Einrichtungen warten. Das war auch immer meine größte Sorge, dass Hochaltrige vor den Impfstätten warten müssen, weil irgendetwas nicht funktioniert. Und die paar wenigen Bilder kurz vor der Eröffnung, so 10 Minuten am ersten Tag und dem 4. Januar, als wir wieder anfingen, da gab es ja ein paar Journalisten, die diese Fotos geschossen haben, aber im Grunde wissen wir, dass das nur Minutenaufnahmen waren und ansonsten, dass auch alles gut läuft. Das war immer meine Sorge, dass die Hochaltrigen irgendwo warten müssen, dass sie in der Kälte stehen und dass wir das nicht richtig hinbekommen, dass sie reinkommen. Und dann das Zweite war, funktioniert das Zusammenspiel in den Impfstätten mit den unterschiedlichen Hilfsorganisationen, mit Mit der der Bundeswehr, Hilfsorganisation und Hilfsorganisationen und Bundeswehr. Bundeswehr. Dann Dann ein separater Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Pharmazievertrag. Sind die alle gut abgestimmt in der Einrichtung? Wenn Ware ankommt, kommt die richtige Ware an, wird uns irgendwas untergejubelt, was auch immer. Wir hatten auch alle gemeinsam große Sicherheitsbedenken an den Standorten, wenn mal irgendwas schiefläuft. Und wir stehen in Berlin natürlich im Fokus. Und diese Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut. Und dann etwas, was Sie ja fast nicht vorbestimmen können. Die Menschen, die dort arbeiten, sind extrem freundlich. Und viele Hochaltrige kommen aus den Impfzentren raus und sagen, glaubt man ja gar nicht, dass Berlin so freundliche Menschen von vorne bis hinten, selbst der Taxifahrer setzt einen freundlich ab. Das ist auch eine, glaube ich, ganz besondere Leistung, dass das in Berlin gelungen ist, das mit den Taxifahrern zu organisieren. Da gibt es eine tiefe Dankbarkeit von vielen und dass das mit der Taxiinnung so gut gelaufen ist. Ja, im Grunde auch organisiert, hands-on, binnen eines Tages mit der Taxiinnung. Das ist schon eine tolle Sache und dass die alle so abgestimmt funktionieren, hätte ich mir damals Mitte November noch nicht träumen lassen. Ja, das ist tatsächlich so. Das kann man hundertprozentig unterschreiben, denke ich, auch von unserer Seite her. Vielleicht, wenn Sie den Ausblick oder wenn ich den Ausblick aus der Kassenärztlichen Vereinigungsseite her betreiben soll, dann würde ich schon meinen, das ist das Nächste, was jetzt kommt. Wir werden jetzt immer mehr Impfstoff kriegen. Wir werden immer mehr Menschen in noch kürzerer Zeit impfen müssen. Das wird bedeuten, dass selbst dann, wenn wir die Kapazität aller Impfstellen massiv hochfahren, wir irgendwann an einen Punkt gelangen werden, einfach wo es nicht mehr steigerbar ist. Das ist uns allen klar, denke ich. Und das ist jetzt auch der Punkt und der Zeitpunkt, wo wir immer mehr darauf hinweisen, wie wichtig es ist, jetzt also an die Vertragsärzteschaft heranzutreten und diese letztlich organisatorisch mit einzubinden. Da sind wir mittlerweile auch in ganz klaren Gesprächen mit der Senatsgesundheitsverwaltung und hier also jetzt zunehmend zumindest jetzt gedanklich und dann später auch tatsächlich die impfenden Ärzte mit hineinzunehmen. Das wäre insofern ein ganz wichtiger Ausblick für uns von Seiten der KV Berlin, was die Zukunft betrifft. Herr Bromme, wenn Sie noch mal so in die Zukunft gucken, was sehen Sie da noch an zukünftigen Aufgaben für sich selbst, für sich persönlich? Also ich suche keine Aufgaben mehr, sondern ich möchte gerne noch erleben, dass wir mit einem weichen Übergang den Übergang schaffen von den Impfzentrenbetrieb in den Achsen, in den Betrieb in den Arztpraxen. Denn das wird ja dann die Zukunft sein. Und das kann man nicht von Knall auf Fall machen. Da muss man einen weichen Übergang hinkriegen. Und da ist mir sehr dran gelegen, dass man die Impfzentren so lange benutzt, wie man sie auch in dieser Form braucht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, haben sie ihre Schuldigkeit getan. Und das war's dann. Genau. Herr Chaya, wie sehen Sie das? Wie kann es weitergehen? Wie sollte es weitergehen?
vielleicht auch abschließen, was haben wir eigentlich aus dem Ganzen gelernt? Also auch wir sehen es so, dass die Impfzentren jetzt eine Funktion haben, auch weil der Impfstoff noch nicht ausreichend transportierbar ist und nur im begrenzten Maße da ist. Wir können bis zu 20.000 Menschen impfen. Wir würden uns freuen, einmal mal eine Volllast zu sehen und auch vollständig zu impfen. Aber wir wissen, dass wenn 100.000 oder 200.000 Impfdosen in Berlin ankommen, pro Woche beispielsweise, und solche Planungen gibt es ja für den März, Ende März, Anfang April, dass das sein kann, vielleicht sogar auch schon ein bisschen früher, wenn weiß man nicht so ganz genau, dann braucht man unbedingt auch den niedergelassenen Bereich. Auch wir haben auch viele Hochaltrige, die wir eingeladen haben, die gar nicht zu uns kommen können, weil sie bettlägerig sind, weil sie nicht transportfähig sind, und die müssen auch noch geimpft werden. Zurück zu Ihrer Frage. Also wir wünschen uns, dass wir einmal schon noch mal sehen, dass wir in voller Last fahren und dass wir unsere Skalierbarkeit auch voll zeigen können. Wir haben derzeitig ja nur einen Bruchteil von dem, was wir zeigen in den Impfzentren, als das, was möglich ist. Wir freuen uns dann darauf, dass wir auch mit denen, die aus der Clubszene in Berlin mitarbeiten, dass wir nochmal ein großes Dankeschön auch bei den Hilfsorganisationen zusammen feiern können und wieder zu normalen Verhältnissen zurückkommen. Und was wir daraus lernen können, wir lernen daraus, dass wir Hilfsorganisationen solche Anfragen, die das Land Berlin an uns stellt, immer zusammen beantworten wollen und gucken werden, wie können wir das gemeinsam gleich vom ersten Tag an auf die Beine stellen. Denn dieses Zusammenspiel der 5 Hilfsorganisationen hat sich auch jetzt durch die Impfzentren so gut eingespielt. Wir treten auch unter einer gemeinsamen Fahne und einem gemeinsamen Logo auf. Das ist von so viel Wert für die Zeit danach, dass man sagen muss, das ist etwas wirklich Nachhaltiges, und das wird aus dieser Impfzeit auch übrig bleiben. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für das tolle Gespräch, für die Bereitschaft, hier heute mit dabei zu sein. Herr Prömme, vielleicht die letzte Frage noch an Sie. Ich erinnere mich sehr gerne daran, an unsere Verabredung, dass wir nach der Pandemie mal zusammen auf irgendeiner Terrasse, wo auch immer, ein Glas Wein zusammen trinken werden. Was erwarten Sie? Erwarten Sie noch weitere Projekte, die auf Sie zukommen? Oder wollen Sie doch jetzt irgendwann in Ihren wohlverdienten Ruhestand, um dann das zu genießen, was Ihnen zusteht? Also ich erwarte eigentlich keine Projekte mehr, weil irgendwann mal könnte man auch aufhören. Das Einzige, wo ich schon drum gebeten wurde, ist, dass dieses Prinzip mit diesen Impfzentren auch noch international auf Interesse stößt. Und da würde ich mich auch noch mal ein Stückchen engagieren. Allerdings am liebsten von meiner Terrasse aus. Und wenn wir ein Glas Wein trinken, es könnten auch 2 werden. Ich stelle den Wein und Sie bringen den Käse mit. Wären Sie mit einverstanden, wenn Herr Schreier noch mit dazukommt? Natürlich, wenn wir dann wieder zu dritt auf einer Terrasse im Freien sitzen dürfen, unbedingt. Sehr schön. Herr Schreier, nehmen Sie die Einladung an? Sehr gerne. Ich war mir jetzt nicht sicher, in welcher Funktion, ob wir jetzt da sind. Weintrinker. Ja, sehr gerne. Zu dem Käse gehören dann, glaube ich, gute, mal schauen, was dazu, gute Weintrauben oder irgendwas anderes. Wir werden was Gutes finden oder ein gutes Brot. Aber wenn man sich wieder zu dritt treffen kann, ohne Mundschutz, und sich auch wieder die Hand reichen kann. Momentan gibt man ja gar niemandem mehr die Hand. Das wird ein ganz komisches Gefühl, wenn wir uns alle wieder anfassen dürfen. Aber ich freue mich auch darauf, dass wir wieder zur Normalität zurückkommen können. Gut, dann haben wir einen gemeinsamen Plan für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank Ihnen nochmal. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.